Comedy aus Hesse? Ja, Comedy. Meine Damen und Herren, er hier räumt gnadenlos auf mit den Vorurteilen gegenüber Appleboy, Handkes und Hadelkocher. Willkommen zum Integrations-Crashkurs. Hier ist unser aller Hessischlehrer. Hier ist Jürgen Lieber. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer kleinen Bildungsveranstaltung heute Abend hier im Hofgarten. Oder um es kurz, knapp, präzise und hessisch auszudrücken, Gude. Wir werden uns heute mit der weltbewegenden Frage auseinandersetzen. In dieser kleinen Telekolleg-Vorlesung war Hermann Hesse. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir werden Antworten finden. Antworten auf die Fragen, wie ist er eigentlich so, der Hesse? Warum ist er so geworden? Und warum hat es eigentlich keiner verhindert? Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebecher. Nun, grundsätzlich kann man sagen, unterscheidet sich der hessische Hermann, was Aufzucht, Pflege, Fortpflanzung, solche Sachen angeht, nicht wesentlich von einem ganz gewöhnlichen Durchschnittshermann. Allerdings, wenn die Sprache und, sagen wir mal, das gruppendynamische Sozialverhalten dazukommt, dann wird es doch schon ein bisschen anders. Wenn mir gäbe, gäbe mir gern. Aber mir gäbe nichts. Hesse ist die Heimat von Kuttebrunser, Kappesbabbler und hessische Messerstecher, von Hanebambel, Schiffschaukelbremser und babische Hustegutzier. Gut, es gibt immer wieder so Babsex, sagen, ach ja, hier, gell, die Hesse hier, habe ich von gehört, vielleicht doch ein Irrtum von der Evolution. Und dann sage ich, ja, ja, klar, hier, die Hesse, ja, da hat, der liebe Herrgott hat da ein Wett verloren. Es sind halt so Babsex, die wohl keine Ahnung haben. Das ist, wir unterscheiden gerne den jungen und den alten Hessen, die Trennlinie etwa Mitte des letzten Jahrhunderts. Alter Babsack, alt Hackfress, alter Baba. Alter Baba, also alte Väter, wenn Sie schon mal festgestellt haben, gibt es immer mehr. Also ganz modern jetzt mittlerweile, ne? Die werden ja immer, immer ständig, gibt es alte Väter, ne? Jean Pütz, Uli Wickert, Olli Pocher, wie sie alle heißen. Und ich habe letztens noch mit so einem gesprochen, der gesagt, ja, 70 ist das optimale Alter, um Baba zu werden. Du musst nachts sowieso drei, vier Mal raus, da kannst du das mit dem Bobby sogar mitmachen. Ja, Hermann Hesse, Jahrgang 1877, also sogenannter Best Ager. Wenn Hermann Hesse heute noch leben würde, wäre er wahrscheinlich Bewohner einer sogenannten Seniorenwohngemeinschaft. Körperwelten reloaded. Seniorenwohngemeinschaft, das ist da, da hocke mittags um drei schon mal gern sieben Rentner am Küchentisch und spiele mit sechs Gebisse Reise nach Jerusalem. Und es werden ja immer mehr, gell? Wir haben ja immer mehr alte Senioren, Rentner. Das ist ja, man spricht ja in dem Zusammenhang gerne auch von dem demografischen Wandel der Gesellschaft. Also auf der einen Seite immer mehr Alte, auf der anderen Seite immer weniger Enten. Wenn du heute als Rentner mal so Ente füttern willst, musst du in manche Gegenden musst du Woche vorher vorbestellen. In Frankfurt, im Güntersburg-Park, da kommen mittlerweile auf 17 Rentner, kommen gerade mal noch drei Ente. Und da hast du als Ente keine ruhige Minute mehr. Ne? Und das ständig von irgendwelchen Rollator-Lawine durch den Park getrieben. Ja, und die sind, von dem Füttern sind die also so dick und fett und aufgequolle. Da sind Ente, die sehen aus wie so ein Kugelfisch. Also, und es ist ja so, also die gemeine mitteleuropäische Stockente, wenn die mal so drei Kaste Weißbrote drin hat, ja, dann ist die satt, dann spielen die nicht mehr mit. Aber am Bäckerrand stehen noch 17 Rentner mit 4 Dose Popcorn und 38 Hartekuchen. Ja. Und dann ziehen sie irgendwann frustriert, diese ganzen Senioren ziehen frustriert durch die Stadt. Alle mit so einem künstlichen Hüpfgelenk haben die ja mittlerweile. Gell. Und zwei Dutte voll alte Krümmel und ziehen durch die Innenstadt und füttern alles, was ein Schnabel hat irgendwie. Spatze, Taube, WC-Ende, alles im Leuten. Ja,
Im Palmegarde gibt es mittlerweile ein Umschulungsprogramm. Da werden ganze Eichhörnchenkolonien komplett auf Cannafutter umgestellt. Und am Main, am Frankfurt, am Main unten, am Mainufer, am Eisernen Steg in der Nähe, müssen wir mal gucken, wenn sie vorbeikommen, da gibt es jetzt den ersten privaten Entenvermieter. Rent-Ent. Aber gut. Ja, mit der Seniorenwohngemeinschaft, das ist auch so eine Sache. Ich habe mir letztes Mal so eine angeguckt. In Frankfurt gibt es ganz viele mittlerweile. Und ich war bei einer gewesen, das war die modernste, die wir im Moment haben. Die haben unten am Eingang, haben die jetzt so eine Seniorenklappe. Ja. Legst du die Kamerad-Mumie, legst du da neu, gell? Schiebst du die Schublade so hin, kullert er in der Hausflur. Und dann haben die Angehörigen noch 2 Wochen Zeit, den kostenpflichtig wieder abzuholen. Und wenn nicht, wird er zur Adoption freigegeben. Ja, ich meine, immer noch besser, als wie wenn sie die hier in der Ferienzeit wieder am Rastplatz aussetzen. Das ist, aber die haben mir aber auch gesagt, das ist schwierig, weil das Material, das da reinkommt, ist also mal nicht so gut. Also ich meine, so alles, was auf dem Recyclinghof irgendwie keine Chance mehr hat, das kommt irgendwie, wird durch die Klappe gedrückt. Gell? Und ganz viele werden dann beim Seniorencasting wieder aussortiert. Und angeblich war letzte Dings dabei, Boris Becker war in der Seniorenklappe schon. Den konnte sie halt auch nicht. So, Boris Becker ist ja so, hat man ja so ein bisschen den Eindruck, also dass die Evolution schon manchmal Päuschen einlegt. Gell? Ich stolz Deutscher zu bin. Meine Fresse, der haut mittlerweile Sätze raus, da schaltet NSA verzweifelt ab, weil er es nicht mehr hören kann. Das ist unerträglich, vollkommen unerträglich. Ja. Und, ich will ja nicht überheblich wirken, aber wenn ich nach 3 Handkäse und 4 Schoppe Apple wo ich Bäuerchen mache, da kommt ja mehr Substanz raus als beim kompletten Interview von Boris Becker. Es wird alles schlimmer mit dem. Und das ist wirklich die Schwierigkeit in der Seniorenklappe. Also du findest da Typen drin, die irgendwo auf der internationalen Beliebtheitsskala zwischen Arschverunkel und Steuererhöhung irgendwo zu finden sind. Ja. Und dann wirst du die ja irgendwann auch nicht mehr so richtig los. Und dabei ist das Problem ja jetzt nicht ganz neu. Also dass es immer mehr Alte gibt. Und es gibt ja nicht nur immer mehr Alte, sondern die Alte werden auch immer noch älter. Also vor einem halben Jahr ist ein Kumpel von mir gestorben, der Hagen Licht. War ein guter Kumpel, 94 Jahre alt geworden. Hagen Licht. Der Hagen Licht hat kein einfaches Leben nicht gehabt, kein ruhiges Leben vor allen Dingen nicht. Der hat im Frankfurter Bersch gewohnt, das sind lauter so Hochhäuser. Und es ist ja so, wenn Sie jetzt in so einem 48-stöckigen Hochhaus wohnen, dann haben sie ja unten am Eingangsbereich haben sie ungefähr so 200 Klingelschildchen. Wenn jetzt eine ihr Klingelschildchen das Ansische ist, wo groß und breit und dick und fett Licht drauf steht, da schlafen sie keine Nacht mehr durch. Der Hagenlicht. Gestorben ist er im Odenwald. Oh ja, ich meine, was willst du da sonst machen? Gell? Aber man kann sagen, er hat einen ruhigen Tod gehabt. Also ganz friedlich, ganz ruhig und friedlich ist er eingeschlafen und nicht so hektisch wie sein Beifahrer. Ja. Senioren, alte Rentner kennen wir schon lange. Also ist ja kein neues Phänomen, sondern das gab es ja früher schon. Also wenn wir uns zurückerinnern, wann gab es schon Senioren? Also auch damals schon beim Dings hier, beim Rotkäppchen zum Beispiel. Ja. Also das Rotkäppchen ist ja 3-mal am Tag in so einem bescheuerten Aufzug raus in den Wald. Und bei die Oma da. Und gut, es hat seinen Schoppe immer dabei gehabt. Der Assmannshausen, der Schädelsprenger. Von der Sonne verschont. Ja, die Oma vom Rotkäppchen, die hat ja jahrelang schon Pflegestufe 3 gehabt. Also,
ganze Tag im Bett rumhängen, sich die Wolle in den Kopf ziehen. Ja. Auch bekannt als betäubtes Wohnen. Wobei man sagen muss, aus dieser Tradition heraus, also den ganzen Tag hackedicht im Wald rumhänge, ist ja in Frankfurt später der Wäldchestag entstanden. Wäldchestag ist gewissermaßen die feindliche Übernahme des Frankfurter Stadtwalds durch 7 Millionen Frankfurter. Die ziehen in bester Äppelwoll-Laune raus in den Wald mit dem einzigen Ziel, sich bis Sonnenuntergang den Kopf so zuzurusen, dass sie den Goethe nicht mehr vom 12er Bembel schon erscheinen können. Ja. Gemeinschaftliches Rappelchen machen wird zum gesellschaftlichen Happening. Und dann kommt es auch schon mal gern zu, wie Handbremst zum kollektive Bröckelcher Lache in der Kiefernschonung. Oder wie der Frankfurter gern sagt, Frank ist ein lustiger Kerl, da sagt er schon mal gern, ach ja, hier bei uns am Wäldchestag hinten im Stadtwald, da ist schon so mancher Rekord gebrochen worden. Und meine Güte. Ja, es gäbe noch viel zu tun für hessische Politiker auch, für hessische Leute, die irgendwie rauskommen. Aber mein, mit den Politikern ist es natürlich schwierig in Hesse. Also das habe ich nie so ganz verstanden. Ich glaube irgendwie, ja, die Hessen wählen ihr politisches Spitzenpersonal bis sie danach aus, nach dem Motto, bei uns wird über politische Witze nicht gelacht, bei uns werden die gewählt. Und irgendwie ist das komisch in Hesse. Man kann eigentlich wählen, was man will. Am Ende ist der Volker Bouffier wieder Ministerpräsident. Und mich erinnert es so ein bisschen morgens ans Aufstehen. Also die Männer werden das kennen. Ne? Man kommt aus dem Bad, frisch geduscht, die Haare gekämmt, die Zähne geputzt, alles prima. Und auf dem Weg vom Badezimmer zum Kleiderschrank kommt man irgendwann an dem Haufen vorbei, wo man gestern Abend die dreckige Wäsche hat liegen lassen. Und ganz oben drauf liegt die alte Unterhose von gestern. Und dann nimmt man sie noch mal in die Hand. Und man guckt sie sich ganz genau an. Und dann sagt man sich, das geht noch mal. Kein Wunder also, dass man immer mehr sagt und häufiger hört, das Bildungsniveau in Hessen würde immer mehr sinken. Manche sagen, ja, in Hessen Abitur machen ist wie, wenn du beim Günter Jauch die 100-Euro-Frage beantworten kannst. Ich kann mich erinnern, bei uns früher am schwarzen Brett im Gymnasium hing noch ein Aushang. Tausche Hessen-Abitur, gegen Uwe Seele Abziehbildsche. Aber ob das alles so stimmt, ich weiß nicht. Angeblich, jetzt war ja gerade wieder Abiturprüfung gewesen, in der Deutschprüfung im Abitur 2014 gab es angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt es, gab es angeblich die Frage, welche grammatikalische Form ist der Satz, du hättest niemals geboren werden sollen? Angeblich hat über die Hälfte geantwortet, präservativ defekt. Ja. Mehr als ein Drittel aller hessischen Abiturienten glaubt angeblich, dass mittlerweile Schwangerschaftsabbrüche im Familienbuch in der Rubrik entfernte Verwandte eingetragen werden. Das ist. Aber da sind auch Kommunikationsschwierigkeiten drin. Also dieses, was wir immer gelernt haben, Subjekt, Prädikat, Objekt, dass da irgendwie ein Satz draus wird, das ist ja, also ganze Sätze ist ja relativ uncool mittlerweile. Man lässt da einfach Teile weg und anderen Sachen weg und das geht eigentlich. Auch ganze Buchstaben werden manchmal weggelassen und das ist eigentlich gar nicht so günstig, denn wir müssen uns mal überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn ihr einen Buchstaben einfach weglassen würden? Sicherlich, ihr wäre noch in der Lage, uns zu verständigen. Ihr hättet wahrscheinlich Schwierigkeiten, aber ihr würdet noch alles verstehen. Natürlich gäbe es Wörter und Sätze, die entstellt werden würden. Aber im Wesentlichen bliebe alles bei der Arheit. In Unterz. Ein Buchstabe kann nicht so ichtig sein. Doch und bei einem älteren Buchstabe gibt ihr Probleme, da zu vertehen, hat der andere Argen in. Und ehme ihr auch eie Buchstabe herau, oder der Keil oder Hallung mehr eklig Vogel Köhe.
Informationen ehre mehr oder eiger Utzlo, daher ist mir auf eme Köte. Da Köte der Elt paar ihrer heute Jöde, da überhaupt ich der Elt bekomme. Oh, ihr dein alterer Buchtabe getrego, hätte ihr bald überhaupt nicht mehr zu ache. Agamütte ist auf die Körperbrache Ferraro und eure Politiker aufhören, Ügemärsche zu erzählen. Vielen Dank. Und es geht so nicht. Das kann man nicht machen. Man muss, nein. Und es wird ja immer schlimmer. Und da sagen viele wieder, ja, kein Wunder, wenn man sich mal umguckt an hessischen Schulen, wie es da aussieht, was da los ist. Da kommen ja morgens um 8 kommen schon welche, die haben die erste 2 Schoppe schon hinter sich. Ja, nicht gewaschen, nicht gekämmt, so vollkommen verlottert kommen die da hier. Also so Gestalte, denen man auf gar keinen Fall irgendwie nachts im Dunkeln begegnen möchte. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie dann rausgehen aus dem Lehrerzimmer, da wird's nicht besser. Das, ja, da ist es. Da ist sie dann unterwegs, die Jugend der Welt. Gut, hat man manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, naja, da hat jetzt der liebe Herrgott hat sich auch nicht so viel Mühe gegeben. Also, ja, ganz viele dabei mit so, naja, kleinere, aber unübersehbare Defizite im Hygienebereich. Gepaart mit einem leichten Übergewicht und einem durchaus vorhandenen modisch-ästhetischen Desorientierung. Also ein bisschen so das Modell Günter Strack in Radlerhose. Und da sind manche dabei, da weißt du schon, wenn die morgens bei sich daheim auf dem Donnerbalken Bumbes hier lassen, dann habe ich die mittags im Klärwerk Tsunami-Warnung. Ja, das. Und dann ganz viele, die haben dann so Bauernmalerei irgendwie noch hier auf der Ärmel und überall. Ja. So ein Blitzableiter durch die Nase getackert und ja. Aber immer voll die Ahnung, weißt du, das ist ja so, also können immer mitreden. Also wenn du fragst, zum Beispiel, was ist ein Vakuum, sagst du, oh ja, hier, alle, warte mal, ich hab's im Kopf, aber ich komme nicht drauf. ja. Aber ansonsten immer groß. Wenn du früher einen gefragt hast, was ist dann Triple A, dann hat er gesagt, ach jo, hier, das habe ich mir mal im Urlaub geholt, es hat gejuckt wie die Sau. ja. Heute kennt sich ja jeder aus mit der Finanzkrise, Wirtschaftskrise, mit Leerverkäufe, Derivate und was es da alles gibt. Und hat mir letztens noch einer erklärt, hat er gesagt, er hat das jetzt endlich verstanden mit der Kreditblase so. Und zwar hat er gemeint, Kreditblase ist, wenn du bei einer Prostituierten nicht gleich in Bar bezahlen musst. Das ist stimmt. Aber. Dabei gibt's eigentlich. Ach, ich warte noch ein bisschen. Dabei gibt's ja gar keinen Grund, uns zu verstecken, oder? Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Hessen, da wissen die meisten Leute gar nicht, dass das Hesse sind. Der Dings zum Beispiel hier, der Kolumbus. Ja. Ja, Christoph Kolumbus war Hesse gewesen, lässt sich heutzutage historisch herleiten. Und zwar muss man sich so vorstellen, der Kolumbus hat ja damals in dem Spanien gehockt und wollte nach Indien rüber. So, jetzt wusste man damals schon, wenn ich von Spanien aus nach Indien will, fahre ich ja besser rechts rüber. Was macht der Dösbadel? Er fährt nach links rüber. Und das übertrage auf den heutigen Straßenverkehr, rechts blinken, links fahren, das muss ein Offenbecher gewesen sein. Das kann man, ja, ja. Soll auch der alte Nahotschtenitsch soll damals schon gesagt haben, das war so ein Aztekenfutterler, so ein aztekischer, der soll auch damals schon gesagt haben, Gott schütze uns vor Lava, Masse und Hesse, die ihr Dorf verlassen. Ja. Ich habe letztens in Frankfurt in der Zeitung ich so eine Anzeige gesehen von der Fahrschule. Die hat geworben mit dem Slogan, der Kopf ist leer, der Geist ist flach, mach Führerschein in Offenbach. Und
Ich habe da angerufen und wollte wissen, was der Spaß kostet. Da sagt der Kerl am Telefon, sagt zu mir, ja, hier, bei uns kriegst du Führerschein für 1000 Euro VB. Und ich sage, wie VB Verhandlungsbasis? Hat er gesagt, na, Festpreis. So. Trotzdem, wenn man solchen Menschen begegnet, wenn wir sie irgendwo sehen, wenn sie uns über den Weg laufen, ist es ja ganz gut, wenn man mit denen Hessen so ein bisschen babbeln kann. Und da gibt es ja ein paar Sachen, die man beachten sollte bei der Unterhaltung, bei der Kommunikation mit Hessen. Also gerade was die Aussprache angeht. Erste Regel wäre zum Beispiel CH könne mir nicht. Also wenn die Buchstabenkombination C und H so mit in einem Wort auftaucht irgendwie, dann machen wir in der Regel SCH draus. Aschebeche, Messestäche, Schnaschnas. Oder wie es in naturwissenschaftlichen Kreisen schon mal gerne heißt, ich schäme mich, weil ich nicht schämisch sagen kann. Das EI, also Ei, brauchen wir Mitte in einem Wort eigentlich gar nicht. Da machen wir in der Regel Doppel-A draus, Holzbar, Flaschwurst oder Klarknottel. Ganz anders da ist es mit dem Ei am Anfang von einem Satz, da können wir es eigentlich immer gebrauchen. Ei bist du nicht, dem Herbert sei Bobbelsche. Ei sicher. Ei, das hätte ich jetzt nicht gedenkt. Den Buchstaben N am Ende von einem Wort lassen wir ganz gerne mal weg. Den brauchen wir nicht. Flutsche, Flatsche, Batsche. So wie mir überhaupt den letzten Buchstabe von so einem Wort ganz gerne mal weglassen. Meine Güte, so wichtig kann er auch nicht sein, sonst der nicht am N stehe. Mal eins, um das klarzustellen, also es wird ja überall gesagt, ja, der Dativ, der ist so stark und der Genitiv sei vom Aussterben bedroht. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten. Also der Genitiv ist in Hessen nicht vom Aussterben bedroht. Bei uns hat es den nie gegeben. Also so Gefuttel wie Fischers Fritze fischt frische Fische oder so, der jetzt bei uns nicht gegeben. Das wäre dann der Fischers ihren Fritz. Oder wenn Sie mit dem Herrn Fischer oder der Frau Fischer persönlich babbeln, der hätte ihn ihren Fritz. Und die zweite hessische Grammatikregel, das ist auch keine, nee, ist keine richtige Grammatikregel, das kann man so nicht sagen. Es ist mehr, es hat was zu tun mit aktiver Sprachgestaltung. Also der Hesse tut seine gesamtgesellschaftliche Aktivität ganz gerne mal in der Sprache zum Ausdruck bringen. Und wie könnte man das besser als mit dem Wörtchen tut? Das heißt, wir machen aus dem an und für sich passive Vorgang gerne mal einen aktiven. Wir sagen vielleicht nicht, ich habe Kopfweh, sondern mir tut der Schädel brumme. Stehen mir natürlich auch anderen zu, der tut angebe wie ein Dutt voll tote Micke. Und wichtig ist natürlich, dass das Verb, das wo bei dem tut stehe tut, dass das also im Infinitiv ist, weil sonst gibt es ein Gefuddel, das wo auch keiner mehr versteht. Und wenn man das geschnallt habe, dann ist es für die Vergangenheitsform im Hessischen zu bilden auch nur noch ein kleiner Schritt. Vorne wird der GE dran gefuddelt, hinten locker Happe dran. Und ans Verb noch ein Tee dran gefuddelt, dann tut es passe. Gestern tue ich ein leckere Handkäse gehabt habe. Und damit kommen wir eigentlich schon ganz gut hin. Wichtig ist, das ist immer schön, da freuen sich alle Hessen drüber, wenn es gelingt, sagen wir mal, in die Kommunikation, in die hessische Kommunikation, hessische, große, überlieferte hessische Klassiker einzubauen. Ich meine, gut, jetzt ist natürlich so, die großen Klassiker brillieren ja eher durch ihre Kürze. Karl May Droppe. Was fährt's? Oder Ei, was dann? Gut, Ei, was dann, vielleicht nicht der ganz große Klassiker, aber probieren Sie mal aus, wenn Sie in Frankfurt mal Taxi fahren, werden Sie diesen Satz kennenlernen. Mit dem einzigen Satz, Ei, was dann, bestreite Frankfurter Taxifahrer komplette Nachtschichte. Und dabei geht die Bedeutung von Ei, was dann von, ja, angesichts der großen weltweiten sozialen, ökologischen Probleme ist es durchaus zulässig, pauschalisierend von Krise zu sprechen, bis hin zu, pff, ist mir doch egal, Hauptsache mal urläuft. Die Alternative zu Ei, was dann wäre, das ist es ja, bedeutet aber das Gleiche wie Ei, was dann, nur ausführlicher. Und eine Situation, die möglicherweise auch viele kennen und alle schon mal irgendwas von gehört haben, es gibt immer so Meetings, Treffen, Lehrerkonferenz, irgendwas so in der Richtung,
So Dinge finden ja ganz oft unmittelbar nach der Mittagspause statt. Denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Der Mare wird eindeutig besser durchblutet als wie der Kopf. Und man hockt so dabei, döst so vor sich hin und ja, weiß gar nicht, um was es eigentlich genau gehen soll. Aber ist auch vollkommen egal. Man will einfach nur seine Ruhe haben und hört plötzlich diese unbarmherzige Stimme auf einen zugehen, die da sagt, sagen Sie doch auch mal was dazu. Das ist natürlich ganz gefährlich und da reagiert man am besten mit einem kleinen Geh fort. Einfache Geh fort kann man sich an hochpolitischen Diskussionen beteiligen und ohne irgendjemandem irgendwie wirklich auf die Füße zu treten. Und das ist ja eh sowas, was die Hessen gut können. Also so Dinge kurz, knapp, präzise auf den Punkt bringen. Zum Beispiel auch gibt es ja so typisch hessische Reihenhaussiedlungen, also zwei Nachbarn leben seit 25 Jahren nebeneinander. Seit 24,5 Jahren haben die kein Wort mehr miteinander gebabbelt. Und eines Morgens gehen sie beide vorne an den Briefkasten, um für die Zeitung rauszuholen oder irgendwas. Und dann entwickelt sich tatsächlich ein kleiner Dialog, wo der eine dann zum anderen sagt, ey, hast du sie mal in ihren Kater? Der hat meinen Pitbull auf dem Gewissen. Wie dann das? Der ist drauf erstickt. Das. Das können sie relativ gut und natürlich, was uns immer freut und das Beste ist, was man überhaupt machen kann, ein Zitat vom vielleicht größten Sohn dieses Bundeslandes, den wir jemals gehabt haben, größter Sohn Frankfurts, Johann Wolfgang von Goethe. Ich meine, gute Goethe hat einen Fehler hat er gemacht, er ist damals aus Hessen weg, rüber in die Ostzone. Aber wenn Goethe damals in Hessen geblieben wäre, dann wäre in der deutschen Weltliteratur einiges anders der gelaufen. Den Erlkönig in dem Sinn, den es gar nicht gäbe, das wäre der Äpplerkönig gewonnen. Wer hoppelt so spät durch Nacht und Gewitter, das ist der Baba, der hält noch ein Liter. Den Bembel hält er fest im Ärmsche, denn von hinne kimmt ein Stärmsche, es Stöffsche im Ranse macht komische Sache. Der Baba muss dringende Rabbelche machen. Er weiß nicht warum, er kann's gar nicht fassen. Das Geulche, die Sau, tut de Bumbis hier lasse. Ei Baba, ei Baba, was macht denn der Rappe? Das Vieh tut ja stinke wie ein babbische Lappe. Der Handkäse ist schuld, dieses edle Gericht. Der Baba muss brechen und verzieht das Gesicht. Mit letzter Kraft, mit Weh und mit Ach. Erreicht er die Stadtgrenz von Offenbach. Den Auftrag erledigt, mit Mühe und mit Not. Doch der Bembel war leer und der Gaul, der war tot, so oder so ähnlich. Steht's, Kinder, wenn er da ist. Amen. Dankeschön.